Moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu Final Fantasy 3. Wir haben 1, 2 und 4 gespielt, glaube ich, und ich dachte, da müssen wir den Dreier auch nochmal nachlegen. Ist das Pixel Remaster? Und ja, ich kann hier schon mal irgendwie Namen vergeben. Ja, ich hätte gerne Tommy als Name, denn das ist auch meiner. Ja, schön, danke für diese Meldung. Und wer spielt noch mit uns? Morgan, Kylie, Luke, Ineas. Passend. Und Hubert wieder. Hubert ist immer dabei. Ich weiß, spricht man anders aus. Hubert und Frank. Sieht das gut aus? Das sieht gut aus. Komm, Attacke. Willst du mit dieser Gruppe auf Reisen gehen? Tommy, Ineas, Frank und Hubert. Ja, alles klar. Geht los. Ich kenne mich in diesem Spiel nicht aus. Und ich bin gespannt. Aus der Prophezeiung der Gul'gana. Die Erde wird erzittern wie nie zuvor. Oh. Ich weiß nicht, wie lange ist das da? Schaffe ich das, das vorzulesen? Im Vergleich zu dem, was darauf folgen wird, ist es nichtig. Es ist immer schön, wenn ja, eine Tragödie unbekannten Ausmaßes, tiefste, dunkelste Trauer, doch die Hoffnung ist nicht völlig verloren. Wenn das immer, wenn, egal wie viel da steht, das immer gleich lange angezeigt wird, so. Denn die vier reinen Herzen wird das Licht sich offenbaren. Es wird der Anbeginn von allem sein. Vier junge Waisen, großgezogen vom Ältesten, Topapa im Dorf Ur, und den Rest schaffe ich nicht. Es ist so. Ja, okay. In ihren Augen brannte die Neugier, in ihrem Herzen die Abenteuerlust. Und erstmal fallen wir um. Aua. Autschi. Ich habe das Loch überhaupt nicht gesehen. Und jetzt? Ob es schlau ist, sich so weit vorzuwagen? Du wolltest die Höhle doch erforschen. Jetzt stell dich nicht so an. Ich wüsste gerne, wer da gerade redet. Die Farben sind halt alle gleich. Statt euch zu streiten, solltet ihr lieber mal den Ausgang suchen. Okay. Also ich bewege mich noch nicht. Drei Goblins. Okay, die Musik ist ein bisschen anders. Ja, dann Attacke. Ja, alles klar. So wirkt rockiger. Was waren das denn bitte für Wesen? Keine Ahnung. So langsam bereue ich die Idee, hierher gekommen zu sein. Das war jetzt nicht ich, aber danke, dass es mir angezeigt wird. Achso. Ich verstehe jetzt nicht. Die haben doch alle unterschiedlich farbige Rüstung an. Warum haben sie den Text denn nicht angepasst? So, und wir sind in der Altarhöhle im dritten Untergeschoss. Ach so. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer Rennen eigentlich einstellen. Kann ich das hier irgendwo? Standardtempo, Rennen bitte. Neuausrüstung optimieren. Das an und das bitte aus. Genau. Was haben wir sonst noch hier für Einstellungen? Ja, der ganze Kram. Boosts. EP und Gil, Zufallskämpfe an. Ja, komm, lassen wir erstmal so. Ich meine, Gil ein paar mehr zu haben, schadet ja nicht. Oh, Angriff von hinten. Okay, die scheinen nicht wirklich was zu können. Ah, aber wir machen weniger Schaden. Haben die unterschiedliche Waffen dann oder sind es dieselben Messer? So, Reihe. 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 Jetzt gehen sie nämlich alle wieder einen Schritt nach vorne. Das Reihe-Prinzip finde ich ganz interessant. So. Jetzt machen die mehr Damage wahrscheinlich. Aha. Das habe ich schon mal raus. Ich finde es witzig, dass dann das Ding auf der anderen Seite steht. So, was haben wir hier? Potion. Lederschild. Was könnt ihr denn so ausrüsten? Wir haben Messer, Leder, Hut, Weste. Alle drei.
Ah, cool, wir sind Zwiebelritter. Steht da oben sogar. Ineas. Frank, Hubert. Muss ich euch jetzt irgendwie skillen? Habt ihr auch alle... Nee, ihr habt auch alle die gleichen Werte an. Optimieren. Ja, komm. Optimieren ist immer so eine Sache. Was ist? Der Fels da vorne sieht irgendwie komisch aus. Jetzt wo du es sagst. Ah, es ist... Ah, guck, die Map. Konnte ich die nicht irgendwie größer einstellen, die Map? Ah, hier kann ich das auch umstellen, alles klar. Ach, es geht nur diese Größe, okay. Ja, sorry, ich muss das gerade alles ein bisschen lernen. Die Höhlen, also das ist auch etwas, was sie wunderbar gemacht haben. In den neuen Dingern hier. Erstmal nur Goblins verhauen. Da drücke ich Autokampf. Es ist eine sehr schöne Funktion, dass die automatisch die letzte Aktion wiederholen. Das haben sie in anderen Remaster, im 9er zum Beispiel, von Final Fantasy 9, ist das nicht so. Da wird nur Angriff gespammt. Das finde ich ein bisschen doof, gerade wenn du Magier dabei hast. So, ich denke mal, ich werde jetzt hier weitere Schilde finden. Nee, Arktiswind, also ein bisschen. Oh, Karfunkel. Blaues Licht, Todesblume. Ich versuche mal, Arktiswind, geht das, wirkt eisrar. Auf alle? Kann ich das irgendwie einstellen? Nee, nur auf einen. Ausrüstung. Ah, guck. Jetzt kann ich hier auch mich ausrüsten. Das ist ja cool. So, die Frage ist... Oh, jetzt habe ich mich verdrückt hier. Der alte Mann lernt neue Sachen. Karfunkel? Weiß ich nicht. Ich mache einfach mal nur normale Angriffe. Schauen wir mal, was passiert. Wir kriegen ein bisschen mehr Damage. Ja, okay. Obwohl Eisrad, denke ich immer, dass das auf alle geht. Aber... Okay, die Gegner haben jetzt schon mal zweistellige... Ne, doch, kein zweistelliges Leben. Berufsstufe von Ineas, Frank und Hubert ist gestiegen. Und Tommy auch. Okay. Hab alle nur Leben dazu bekommen. Ach, die muss ich dann unterschiedlich skillen, oder was? Wie sieht's denn hier so aus? Ineas hat ein bisschen viel auf meine Mütze bekommen. Heilen wir den mal. Ja, das ist gut. Und, ach so, das ist auch häufiger so, ne? Dass dann immer nur spezielle Posis, kriegt ihr zweimal die Lederschilde. Jetzt sind die hier weg. Wir sortieren. Wir haben nichts Wertvolles. Alles klar. Ne, dass immer spezielle Positionen irgendwie mehr Damage kriegen. Das hatte ich zumindest bei manchen Final Fantasy, die wir schon gespielt haben, so den Eindruck. Dann habe ich immer wild gewechselt. Ich bin jetzt Berufsstufe 2 erst? Was soll das? Was ist das? Ah, Berufe geht noch nicht. Aber warum bin ich jetzt erst Berufsstufe 2, wenn ich doch mit den anderen zusammen gelevelt bin? Habe ich an einem Kampf nicht so oft teilgenommen wie die anderen? Vielleicht. Guck mal, eine Quelle. Aber warum leuchtet das Wasser so? Lass doch einfach mal einen Schluck probieren. Ich weiß nicht. Das ist... Nicht ganz so gut. Wir sind voll geheilt, gehe ich mal von aus. Ich fühle mich wie neu geboren. Arktiswind, der nächste. Gibt es ja auch geheime Wege wieder, oder? Ich finde, dass das so rockig ist, hat irgendwie was, aber mal schauen. Wir kriegen auch Goodies von Gegnern, das ist schön. Das war im Zweier war das irgendwie nicht so geil. Oh, wir haben ein Loch gefunden. Windkristall. Oh. Was wird das? Eine boshafte Macht greift die Gruppe an. Oh, eine Landschildkröte. Arktiswind-Attacke. Das war doch gut. Ich glaube, dann Attacke jetzt einfach immer weiter. So viel Leben kann die ja nicht haben. Ja, guck an. Der eine Arktis wird doch was gebracht.
Jetzt sind wir alle Berufsstufe 3. Schön. Da ist der Windkristall. Und ein Teleporter dahinter. Schauen wir mal, geht hier noch irgendwie geheime Wege ab? Nö. Achso, genau. Karte wechseln, Altarhöhle. Da sind noch ein paar Schatztruhen versteckt. Anscheinend komme ich da nochmal hin. Wie sieht denn die Karte aus? Nee. Normal? Okay. Ihr seid die Auserwählten. Hm? Wieso kann das Ding reden hier? Das wenige Licht, das noch in mir verweilt, soll euer sein. Es ist der einzige Weg. Denn empfangt ihr es nicht, wird es für immer schwinden und das Gleichgewicht der Welt wird aus den Fugen geraten. Empfangt das Licht, mit ihm die Kraft der Kristalle, in euch ruht die Hoffnung dieser Welt. Lasst nicht zu, dass sie vernichtet wird. Die Gruppe wird in ein Gleisen gehüllt. Das Licht offenbart den Fiat-Freunden. Bla, ich war zu langsam. Sein Glanz lässt die Hoffnung und die Stärke schöpfen. Lässt sie... Ah, so. Ich habe mich wieder verlesen. Legasthenie, Duffman, peinliche Scham. Und so fassen die vier den Entschluss, die Dunkelheit aus der Welt zu vertreiben und ihr das Licht zurückzugeben. Könntet ihr jetzt bitte unterschiedliche Farben im Chat kriegen? Es ist der Beginn einer langen Reise. Die Berufe Kriegermönch, Weißmagier, Schwarzmagier und Rotmagier stehen zur Verfügung. Ich weiß, was es nicht wird. Das magische Siegel hinter mir wird euch zurück nach draußen führen. Viel Glück auf euren Wegen, o Krieger des Lichts. Ah. Hoffnung des Windes haben wir als Ding bekommen. So, und jetzt kann ich mir hier das quasi aussuchen. Oh Gott. Und dann wird hier unten rechts steht dann, kann ich mehrere Jobs wählen, wenn ich jetzt Berufsstufe 3 bin? Ach nee, das ist, wie krass ich die gelevelt habe. Ah, da kümmere ich mich irgendwann mal drum. Erstmal nicht. So, das Ding ist, hier sind noch Kisten. Kann man die finden? Ich möchte nochmal kurz alles abgehen. War ja jetzt nicht so viel. Vielleicht ist ja irgendwo noch eine geheime Kiste oder was. Ich kann mich ja hier auch nochmal heilen. Dankeschön. So. Als Tutorial ist das hier doch schon ganz gut. Ja, man kann gar nicht viel woanders hin, ne? Nee. Den haben wir auch angeklickt. Hier waren wir drinnen. Müssen quasi nochmal rein. Ist auch kein geheimer Weg. Nö. Gut. Dann war das Ganze hier für umsonst. Aber egal. Dafür laufen wir jetzt ja schnell. Wir sind wieder hier. Kann ich jetzt wieder reingehen und ich lande oben? Haha. Und hier ist... Warte, werden jetzt auch alle Geheimwege aufgezeigt? Ja. Ja, wollen wir dann die Höhle nochmal erkunden, oder was? Alle kriegen unterschiedlich Leben. Tatsächlich. 1000 Gil, 1000 Gil. Das hat sich ja schon mal mega gelohnt. Und hier vielleicht auch? Nein. Ich muss mir dazu nochmal was durchlesen. Vielleicht hat X-Mail dazu ja einen schönen Beitrag gemacht. Dass sie mir das erklären kann. Ich meine, wenn ich jetzt eh nach 3 Bronzearmschuss. Das sind schon gute Dinger hier. Gute Sachen.
Jetzt trefft das Vieh doch mal. Der tut doch weh auf Dauer. Die Frage ist, wie viele Klassen gibt es wirklich? Und was mir die Berufsstufe bringt, das wäre auch so ein Ding. Langschwert gefunden, guck an, das ist doch schon mal geil. Schlaf erhalten, was ist das? Hab, oh Gott, nee, oder? Ist es wirklich? So wie, was macht das? Ah, wenn ich jetzt Schwarzmagier wähle, kann der mit Schlaf Stufe 1 das... kann er das einsetzen? Aha. So läuft das. Leveln ab, oder was? Nunchaku für den Mönch. Das finde ich schon wieder irgendwie geil. Du musst den Beruf leveln, damit du das und das machen kannst. Man kann wahrscheinlich auch die ganze Zeit switchen. So, wie sieht's auf der Karte aus? Wir haben alle Items gefunden und wir haben die Schatztruhe voll. Altarhöhle ist somit durch. Da ist das Loch, wo wir reingefallen sind. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Die nerven ein bisschen, weil man die nicht gut trifft, aber jetzt geht's ja gerade. Ich weiß nicht, sollen wir ein bisschen das Geld hochpushen? Ich finde, das ist immer angenehm, dann hat man keine Geldsorgen. Was haben wir jetzt? 3000? Das ist so der Boost, den ich am besten finde. Ich mach mal auf 2. Ich glaube, wie viel geht? Ja. Sowas ist halt für Challenge Runs richtig cool, ne? Weiß jetzt nicht, ob irgendwer da Bock drauf hat. Einfach mal mehr Cash. Ich meine, es soll ja ein spaßiges Spiel sein. Komm, machen wir 4. Dann gehen, dann haben wir das. Haben wir genug Kohle? So. Wie sieht die Welt aus? Wir haben bisher nur die Altarhöhle und den aktuellen Standort. Können hier so um die Welt reisen. War das nicht hier? Oh. Hubert hat schon Berufsstufe 5. War das nicht so? Oh. Ich habe irgendwann mal von Final Fantasy Union einen richtig geilen Beitrag gesehen über krasse Jobs in Final Fantasy Spielen. Übrigens, den, wenn ihr Final Fantasy Fan seid, guckt euch das auf jeden Fall an. Final Fantasy Union ist wirklich gut. Und da ging es halt darum, wenn man den Zwiebelritter irgendwie auf Maximum levelt, dann eskaliert der so. Also von Stufe 90 bis 99 kriegt er wohl so unfassbar viele Stats dazu, dass er alle anderen übertrifft, aber bis dahin ist er scheiße. Das finde ich schon irgendwie cool jetzt. Ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel war, aber ich habe da halt schon mal was gesehen. So, da ist eine Hütte oder so. Oha. So langsam kriege ich, glaube ich, Angst. Ja, es sind schon Gegner mit Doppeltreffer. Okay, also es wird schon kritisch. Wir haben ja Potion. Schmeiß mal eine Potion auf ihn. Nee. Du greifst an. Du wirfst dir selber eine Potion. Du greifst auch an. Und ja, du musst hier auch eine Potion werfen. Oh nein, er ist down. Hubert ist down. Schnell heile dich. Was bin ich auch in diesen Kampf gelaufen? Schnell Brute Forcen! Oh nein! Nein, Elias, hilf mir! Oh Gott, das war eng. Ja, sie kriegen halt keine Stats dazu. Ich glaube, daran liegt das. Sie kriegen nur Leben dazu. Ich glaube, das war tatsächlich das in diesem Spiel. Jetzt habe ich Hubert und Frank verloren. Dabei wollte ich doch nur hier eben einmal die City angucken. Dass ich den Ort auf der Map habe. Wir gehen mal schnell ohne Zufallskämpfe zurück. Wir sind ja... Soll ich nur mal in die Höhle gehen? Aber hier ist bestimmt auch ein Gasthaus drin, wo ich meine Freunde wiederbeleben kann. So, wie, was haben wir auf der Map? Schilder kaufen, Magie. Da hinten ist ein Brunnen, wo wir rein können. Was ist das hier? Okay, da ist Dan drin. Was hast du? Wenn ihr Item benutzt, braucht ihr es einfach nur in der Liste auszuwählen. Probiert
Warum? Gebt mir eine Potion hier. Meine Kreuzschmerzen sind wie weggeblasen. Hier nehmen wir dies zum Dank. Das ist ja süß. Ah, nett. So eine alte Oma dann. Was hast du erzählt? Oh, das ist ja nett. Das finde ich süß gemacht. Wir haben sogar noch mehr Schatztruhen hier. Das finde ich schön. So, und hier ist der Inn und da kann ich bestimmt was. Hey, warte auf mich. Hier kann ich nichts. Hier ist auch nichts. Ah, hier kaufen wir einen. Hier ist gar kein Inn. Dass wir den Slot schon mal belegt haben. Vielen Dank. Kann ich hier auch mich heilen oder so? Oh, Potion gefunden. Nice. Sind jetzt alle wieder da oder muss ich sie irgendwie wiederbeleben? Nee, die muss ich... Och man, ey. Ist das? Autsch. Ja, das ist auch so ein Gag in Final Fantasy Spielen von früher. Wie kann ich sie denn jetzt wiederbeleben? Die schlafen. Och man, ey, aus dem Weg. Ah, hier ist noch eine Tür. Was bist du? Och nee, nicht schon wieder die ganzen Tänzerinnen anklicken. Bitte spiel was auf dem Klavier. Das klang schon so, kam mir bekannt vor, aber ich könnte es jetzt auch nicht benennen. Was? Ich komme nicht zurück, nur ein blöder Felsen im Tal. Ah, guck mal, das ist hier so einer, der gibt dir wieder Infos, das ist immer gut. Hey, ich möchte mit dir reden, Typ. Warum will er nicht? Naja. Potion gefunden. Achso, das steht dann hier auch. Das muss ich sagen, ist richtig schön am neuen. Also im Pixel Remaster Ding. Die sagen dir, wie viel Schatztruhen und Items du noch finden musst. Das finde ich super nett. Gerade wenn man dann, also man kriegt hier auch, wenn man dann es möchte, auch wirklich Platin schnell. Und da bin ich ein richtiger Fan von, wenn die einem dann mit sowas helfen. Aber ich muss jetzt mal so langsam meinen Freund hier wiederbeleben. Ah, oben ist die Kirche oder was? Was sagst du, Mädchen? Ich pflücke hier Blumen. Okay. Harris, alles okay. Da oben, das sieht aus, ist das eine Kirche? Ich muss mal kurz gucken. Hier geht's wieder raus. Ich muss ja meine Kumpels hier jetzt wiederholen. Hubert und Frank. Was ist das denn jetzt? Ich werde im Dorf angegriffen, das ist ja gemein. Das ist zwar nett. Lederrüstung, Lederrüstung, Langschwert, Dolch, Vita. Ah, guck, das ist dann für den Weißmagier. Ich gehe, glaube ich, nochmal in die Höhle einfach mal gleich kurz rein. Und um meine Freunde wieder zu beleben. Ich weiß ja nicht, wie das sonst geht. Normalerweise ist ja immer so ein, oh, das nervt richtig. Ist ja so ein... Ja, so eine Kirche da, wo ich meine gefallenen Kameraden wiederbeleben kann. Aber ich konnte jetzt auch keine Phönixfedern oder so kaufen. Ich meine, ich könnte sie auch besser ausrüsten, aber ich habe auch keinen Bock jetzt hier, wie blöd, die anderen beiden zu leveln. Ich gehe jetzt einmal noch da noch hin. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt falsch ist, aber ich meine, so weit war das jetzt ja nicht. Und ich habe kann die Zufallskämpfe ja ausstellen. Ich weiß, dauert ein bisschen, ist nicht so ganz gut gespielt von mir. Aber okay, so hoch. Da war ja gleich dann die Quelle, die mir meine Freunde wiederholt.
Dankeschön, alle sind wieder da. Sind die anderen halt schon mehr Level gestiegen, weil ich auch direkt zu weit gelaufen bin. So. Ey. So. Jetzt gehen wir zu Dan. Oder Dan. Machen Zufallskämpfe wieder an. Kannst du... Anstatt Messer kannst du Langschwerter tragen und einen Dolch, okay. Achso, und Lederrüstung würde auch gehen. Arme haben wir nichts von. Dan möchte mit uns reden. Wer bist du? Geh zu Topapa, um ihm es mitzuteilen, alles klar. Ja, danke. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Jetzt bin ich den ganzen Weg gelaufen. Lass mich raten, hier werden einfach nur die... Ja, okay. Gut zu wissen. Danke. Wer bist du? Um die Kräfte, die der Kristall euch gab, vollends zu nutzen, muss euer Herz am rechten Fleck sein. Steckt meistens links in der Brust. Die gutherzige Nina. Sie war den vier Freunden stets wie eine Mutter. Passt bloß gut auf euch auf. So, und du bist der Weise. Ich weiß, meine Lieben, ich weiß. Wer hätte gedacht, dass ihr die vier Auserwählten seid? Tommy, Ineas, Frank und Hubert. Ihr müsst wissen, dass wir... dass die Wahl nicht zufällig auf euch gefallen ist. Es war euer Schicksal, die Kräfte des Kristalls zu empfangen. Lasst sein Licht nicht in euren Herzen nicht ungenutzt. Brecht auf in die Welt und befreit sie von der Dunkelheit. Okay. Worauf wartet ihr noch? Brecht auf, meine Lieben. Okay. Ich finde es schön, dass die einem erklären, wer die Charaktere sind. Ja, wie machen wir das jetzt mit den Jobs? Also da steht nur, was die können. Ich traue mich halt nicht, schon wieder einen Rotmagier zu nehmen. Das ist so in die Hose gegangen beim letzten Mal. Bei Final Fantasy 1. Ich meine, kann man beliebig wechseln? Ich mache jetzt mal ihn hier zum Krieger. Es wird automatisch die stärkste Rüstung angelegt, ja. Jetzt hat er... 2, okay. So, Berufe. Okay, ich kann einfach zurückswitchen. Als wäre es nichts. Alles klar. So. Also ist Tommy der Tank. Lederhelm, alles klar. Gott. Das sind ein paar viele Menüs hintereinander. Man muss echt viel drücken. So, jetzt müsste ich wissen, wie in während Final Fantasy 1 mein... Na, mein Mönch war... Ich meine, das war Hubert, der alle umgehauen hat, oder? Frank und Claire hatten wir noch. Frank war der Schwarzmagier. Und... Ja, Ineas, dann wirst du mein Weißmagier. Ah, Bronzearmschutz. Kannst aber noch nichts tragen. Okay. Stimmt, den habe ich gerade bekommen. Alles gut. So, ist Ineas mein Weißmagier. Der rosa Mönch, das finde ich auch irgendwie schön. Oder hat er jetzt keine Farben? Also hier. Nee, die ändern ihre Zwiebelritterfarbe gar nicht. Also die passt sich gar nicht dem an. Das finde ich auch ein bisschen... Naja. Aber er kann Dolch und Messer tragen. Das ist wieder so lustig. Gut. Ich hab Schlaf. Das kriegt der Frank. Und wir haben Vita. Das kriegt Ineas.
kann ja gar kein anderer Schwerter tragen, also optimal. Obwohl, ich muss jetzt nochmal gucken. Damit geht tatsächlich... Also hier ist es nicht so, wie beim Final Fantasy 1 war es ja so, dass... Oder bei anderen Final Fantasy, wenn die keine Waffe in der Hand haben, dass die teilweise mehr Damage gemacht haben. Weil es Mönche waren. Die funktionierten ja immer anders. Na, vielleicht lerne ich ja noch mehr Jobs. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich glaube, das hier war ganz okay. Bin mir jetzt auch nicht sicher. So. Wir müssen hinaus in die Welt. Was sagst du jetzt? Achso, das haben wir schon gemacht. So, was... alles klar. Okay, das Schloss haben wir ja schon so ein bisschen gesehen. Okay, also ins Dorf Kasus müssen wir hin. Also echt nur so Cure-Items? Oder Cure... Sachen. Ach so, ich kann das sogar allen einfach weird beibringen, oder was? Ich muss nochmal auf die Magie gucken und die kann ich jetzt hier... Kann ich die sortieren? Ach, ich kann die hin und her tauschen. So funktioniert das. Und die werden automatisch sortiert, glaube ich, oder? So funktioniert das. Das ist ja interessant. Das gefällt mir jetzt besser als in den Spielen davor. Okay. Das ist alles immer so... Ändert sich so leicht, das gefällt mir dann schon. Er könnte auch mit Pfeil und Bogen kämpfen, das ist interessant. Dolch, er hat einen, ne? Andere kann aber auch zwei tragen. Du kannst auch zwei tragen, glaube ich. Jo, das sieht doch mal gut aus. Nunchaku-Mann ist einfach viel zu stark. Sortieren hier mal kurz. Ja, sieht ja schon gut aus. Dass ich noch keinen krassen Feuerzauber gelernt habe oder so, finde ich ein bisschen komisch. So. So, und jetzt gehen wir nochmal hier hin, denn wir haben ja keinen Mana. Die haben wir ja danach erst dazu gemacht und die mit, sind somit bei 0. Ich sehe es nur nicht so gut. Wenn ich jetzt Magie drücke, da sieht man es. Ah, ich bin doof. Ich hab mich verdrückt, krass. Okay, das wird mich auf jeden Fall maximal verwirren. Egal. Ja, dann weiter. Also unser nächster Job ist ins Dorf da unten. Hi. Hilfe! Was ist denn dein Problem jetzt? Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr wärt ebenfalls Geister. Ich bin ein Reisender aus dem Westen und ich wollte in der hiesigen Herberge einkehren, doch dort spukt es. Glaubt mir, spukt es. Ach so. Yes. Okay, das muss man auch wissen. Hi. Ein Fluch eines Djinns, okay. Das sind noch zwei Items. Oh, ich war anders. So, und wie... Wo kriege ich jetzt den Djinn her? Ah, da bestimmt drinne. Mitrinomin Untergeschoss.
verteidigst dich erstmal, du auch. Wohl. Alle Gegner schlafen schick. Angreifen. Fliehen bitte. Was ist denn hier los? Wieso hauen die denn so brutal rein? Anscheinend kann ich hier noch nicht hin. Oder muss ich leveln? Muss ich leveln wahrscheinlich, ne? Das tat nämlich gerade ein bisschen dolle weh. So, noch mit 1, also richtig hoch. Kann ich hier trotzdem mich irgendwo hinlegen zu schlafen, oder? Die Gruppe ist ausgeruht, okay. So, hier gibt's Items, keine Kisten. Die haben nämlich gerade ganz schön gut zugehauen. Wenn ich mit euch nicht reden kann, kriege ich auch keine neuen Waffen, richtig? Wahrscheinlich. War ich ja gerade schon. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt hier. Was ist hier drin? Vielleicht ist da ja irgendwer drin, der reden kann. Nee, das war nur das. Autsch. Ja, danke. Zettel? Hier liegt doch so ein markanter Zettel. Aber anscheinend ist es nichts. Ja. Was mache ich denn hier? Die Musik ist schön, aber... Ja, da drin habe ich gerade zu doll auf eine Mütze bekommen. Er konnte mir jetzt auch nicht groß helfen. Ein Lagerfeuer. Dann müssen wir kurz leveln. Hilft ja nichts. Da ist ein dicker Felsen. Ups. Oh, ich hab... Was habe ich denn hier gemacht jetzt? Ich Genie. Den Felsen muss ich kaputt machen. Da brauche ich ein Kanu für. Das bringt ja mal gar nichts. So, ist da oben irgendwas? Da ist auch eine Höhle, also brauchen wir ein Kanu. Da ist das Schloss. Können wir mal im Schloss gucken, ob da jetzt was ist? Okay. Okay, also er weiß auch nichts und die hier haben dasselbe Problem. Das war schön. Wie sie alle zusammen ins Bett hüpfen und dann noch der blöde Spruch dazu. Das war sehr süß. Das gefällt mir. Das haben sie schön gemacht. So, endlich mal wie eine Prinzessin ruhen. Hm? Sehr schön. Das ist sehr lustig. Gibt's hier auch irgendwie was oben? Ah.
Ja, der Mönch geht auf jeden Fall am krassesten ab, wenn ich das so sehe. Die zwei Schwächsten haben die Berufsstufe erhöht. Mit nichts machen. Ah, guck, und jetzt gibt es auch Punkte dazu. Das würde mich was interessieren. Heiliger Pfeil. Ah, das ist doch wichtig. So, ein Moment. Und was ist, wenn ich jetzt den Beruf wieder zurückmache? Wie sind denn jetzt deine Werte? Also okay. Also es levelt wirklich nur der Charakter. Also wenn du Level Up machst, verschiebt sich das, wie du den Beruf im Level Up hättest. Das ist ja schon mal interessant. Gut, wissen wir das. So, oha. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, aber das ist egal. Ich bin noch ein bisschen verwirrt hier über das Ganze. Ich schaue mal noch, was ist hier drin? Eine Falle. Okay. Die machen wir noch. Ein Greif möchte mit uns kämpfen. Attacke. Du könntest so langsam mal die Gruppe heilen. So, genau. Du machst Schlaf auf den Dude und du haust ihn ordentlich in die Klappe. Der hat bestimmt Feuer gleich. Das klappt nicht. Das war schon mal gut. Attacke. Du musst das weitermachen. Du greifst mit an und Attacke. Sehr gut. Frank hat Stufe 2 bekommen. Bombensplitter, okay. Ein schlechter. Was ist schlechter? Ah, ein Schwert. Attacke. Her damit. Was macht das? Kannst du das nicht nehmen, oder was? Hä? Oh Gott, dieses Menü. Wieso kann er das nicht tragen? Ist doch nur ein Schwert. Selbe Outfit. Verstehe ich nicht. Das ist für Rotmagier oder was? Da steht's drin. Zwiebelritter Krieger. Wird der Rotmagier hier gebufft oder was? Okay. Naja, noch kann ich umswitchen. Das ist nicht das Problem. Also da ist auch die Mithril-Ruine. Ich möchte hier eben nochmal gucken. Wird das noch ein Kistchen? Kommt man von der Seite rein? Ist hier von der Seite ein Eingang? Aber da steht ja dann für gewöhnlich ein Ausrufezeichen bei. Ah, guck hier. Knete, die wir nicht mal ausgeben können. Heilbrunnenkammer. Okay. Aber ich kann den Heilbrunnen auch nicht anwählen. Okay. So, dann gehen wir wieder hoch. Wo komme ich raus? Da. So, jetzt komme ich hier rum. Hab Eis erhalten und ein Lederschild. Guck an. So langsam wird's doch. Das ist für den Nunchaku-Mann. Das ist das Ding, was der Soldatenschlag. Nicht der Soldaten, der Polizisten-Schlagstock. Das ist ein Tonfa, glaube ich.
Ich bin König von Sasun. Wie unschwer zu erkennen ist, bin ich jedoch nur noch ein blasser Teil meiner selbst. Der grässliche Djinn hat alle Bewohner des Dorfes in Geister verwandelt. Und nur wenn es uns gelingt, ihn abermals zu bannen, kann sein Fluch gebrochen werden. Und wo finden wir diesen Djinn? In einer versiegelten Höhle nordwestlich dieses Schlosses. Um ihn zu bannen, wird jedoch ein Ring aus Mithril benötigt. Es heißt, Prinzessin Sarah würde so einen besitzen. In der Tat, die Bewohner von Kasus haben ihr vor langer Zeit einen Mithril-Ring geschenkt. Leider hilft uns das aber herzlich wenig, denn meine Tochter ist spurlos verschwunden. Für möglich hat der Djinn sie gar entführt. Oh weh, ich mag gar nicht daran denken. Wir werden in dieser versiegelten Höhle jeden Stein umdrehen. Oh, das werdet ihr tun, werte Krieger? Naja, nur einer ist ein Krieger. Dann wisst, dass es einen geheimen Gang in der versiegelten Höhle geben soll. Wo er genau liegt, vermag ich nicht zu sagen, doch angeblich weist ein Skelett den Weg. Ich bitte euch innigst, besiegt den Djinn und befreit mein Volk von seinem Fluch. Und wie komme ich da jetzt hin? Achso, das ist jetzt derselbe Dialog nochmal. Okay, also die sagen mir das sogar. In der versiegelten Höhle. Ja, wie komme ich denn zur versiegelten Höhle? Okay. Gehen jetzt erstmal raus. Aus dem Weg da. Und ich schaue dann mal, wie ich die versiegelte Höhle finde. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, lass mir doch ein Abo da, Like da. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten, wenn du Tipps hast, gerne in die Kommentare oder kommst auf den Discord und schreibst mir da was rein. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Haust rein und tschö tschö.